Zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Haran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest: Harans Tage sind gezählt. Hat aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRE die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRE erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRE-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole. Finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an! Rückzug! Rückzug! Jade, Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Kneif du ihn. Du hast Angst. Hab ich nicht. Dann kneif ihn.
Er blinzelt! Was? Da! Schon wieder! Was, wenn ein Zombie ist? Ah! Zombie! Lauf! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ah, Dying Light. Ja, ich freue mich. Was? Hans 3. Okay, Hans 3. Wer kennt den Film nicht? Ich freue mich und bin mal gespannt, was das Spiel liefert. Ich habe selber noch nicht gespielt. Ich habe mir noch keine Let's Plays und Ähnliches angeschaut. Aber der Blick aus dem Fenster ist ja schon Bombe, oder? Hammer. Ja, okay. Wir sind gerade mal so der Meute entkommen. Hatten ein bisschen Glück, dass wir Hilfe hatten. Radio anmachen. Ja, das können wir mal machen. Bisschen Musik ist immer gut. Und sollen jetzt eigentlich ja, die Welt vor den Untergang retten. Ob wir das einfach so können? Da bin ich jetzt natürlich total überfragt. Aber das werden wir sehen. Sieht echt cool aus. Also, ich könnte jetzt schon lange hier aus dem Fenster gucken. Aber macht natürlich keinen Sinn. Wir wollen ja auch mal ein bisschen weiter. So. Okay. Dann lasst mal gucken. Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies. Siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich dort. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss. Okay, also ich habe eine Nummer bekommen. Ich bin die Nummer 31. Mein Kreis, Minikarte, Zeichen, das Ziel. Da müssen wir da lang. Ich bin Nummer 31. Vielleicht will man mich hier nicht mit dem Namen oder so anreden. Keine Ahnung. Ach, da ist zu. Ja, super. Und wir sollen zum Boss. Ja, dann machen wir das da mal, weil ich weiß nicht, was hier. 31, das ist deine Nummer. Okay. Wie bitte? Deine Nummer. Du bist der 31. Infizierte. Ich bin der 18. Hier wird alles gezählt. Eine Dosis Antizin weniger, ein Infizierter mehr, ein Kurier weniger. Okay, also ich bin der 31. Infizierte. Ja, oh, ein Teddybärchen. Schuhe, Kinder. Bist du auch infiziert, Kleiner? Ach, mit Dosen haben wir damals auch gern gespielt. 31 Infizierte und nur noch 7 Kurier. Nur noch 7 Kuriere. Ruhe. Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt der sieht nicht mehr gut aus. Was seid ihr für welche? Hey, wo ist Raum 190? Oben. Ja, danke für die gute Antwort. Oben. Geht doch ein bisschen genauer. Wir oben. Gehen drauf. Einer nach ja, dem anderen. Geh ich mal hoch. Dann gehen wir mal hoch. Headquarter. Raum 190. Hallo, ich soll mich hier melden. Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh, du bist 31. Geh rein. Warum kennt mich denn hier jeder? Nur weil ich 31. bin? Was habe ich denn hier? Was habe ich denn hier verbrochen? Oh, den Helm, den würde ich gerne direkt anziehen. Okay, hier ist ein Stadtplan. Eine Küche. Okay. So, da steht einer. Gehen wir mal raus. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat das übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wieder haben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Läuft. Na gut, hier.
Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Was ist dieses Antizin? Ist das ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Ein Gegenmittel? Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Ja, ist ja also gut. Mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ist der freundliche Hammer. Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat ja das Sagen. Okay, spielt sich als Boss auf, ist aber nicht der Boss. Ja, melde dich beim Boss. Erstmal will ich mir den Ausblick hier. Oh, schon cool, ne? Hammer. Funkgerät mit einer Frequenz. Statue. Okay. Weiß nicht, wofür die gut ist. Wir nehmen sie aber mal mit. Wir nehmen sie mal mit, würde ich sagen. So, heißt, ich muss nach oben. 13. Stock, sagt oder was? Ich bin nicht faul. Nee, ich bin nicht faul, richtig. Wirklich in den 13. Stock. Was sagt der Zombie zu seiner Begleitung? Hallo, kann ich mal... Ach, lass mich doch nicht mehr hier durch. Weg versperrt. Weg zu. Muss ich hier lang? Exit. Oh, es gibt Workshops. Immerhin ein bisschen. Was? Weiß man nicht, wofür es gut ist? Headquarter. Ah, die Brücke ist gesprengt oder abgetrennt, wie auch immer. Ah, irgendwas wie so ein Archivar. Ach, da muss ich hin. Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Das wird eklig? Ich will nur zum Boss. Ah, okay, dann fahre ich mal in den 13. Okay. Aufzüge sind bewacht. Hat wohl seinen Grund. Hier sind ja einige draufgegangen. Boah, lecker. Kinderwagen mit Blut. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was ich... Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Zum Geier. Okay, wir haben was zum Schlagen. Hat einer Hilfe gerufen? Dann beeilen wir uns mal lieber. Ah, lass das! Alter! Hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott! Du musst verletzt töten, oder gebissen? Verdammt! Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, alles wird gut. Ich hole Hilfe. Rahim, hier Crane. Okay. Bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh Scheiße, 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Ja. Bleib dort. Ich schicke Lena runter. Was können wir denn hier noch alles mit... Oh. Der hat eine gute Lüftung hier. Okay. Da kann man nicht rein. Naja, sollen es eigentlich bei ihnen bleiben, wenn ich das so richtig
Münze, ne? Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Okay, mach mal. Bin gleich zurück. Das kriegen wir hin. Tee für die Taschenlampe. Okay. Go für Umgebung zu durchsuchen. Sehe ich dann diverse Sachen besser. Ah, guck mal, hier ist ein Koffer. Den habe ich eben nicht gesehen. Den kann man auch machen. Altteile. Okay, mehr kriegen wir da nicht raus. Der Raum ist nicht mehr markiert. Müssen wir wohl hier rüber. Da ist noch so ein Koffer. Klebeband. Immer gut. Nehmen wir. Nägel. Damit können wir doch bestimmt irgendwas ausrüsten. Finde Alkohol. Also was ich hier sehe, sind tausende von Fliegen, was ja schon widerlich genug ist. Alkohol, Kühlschrank, ne? Würde doch. Ja, genau. Alkohol haben wir. So, jetzt wollen wir den Raum da hinten noch gehen. Ist ja noch jemand drin? Weiß ich nicht, ne? Wir nehmen aber alles mit, was wir finden. Ah, guck mal, jetzt ein Erste-Hilfe-Kasten. Okay, das ist alles, was Marc braucht. Versuchen wir es. Ja, ja, wir gehen direkt rüber. Allerdings gucken wir, ob wir hier noch irgendwas... Ah, können wir in Schränke gucken? Ist nichts drin. Kühlschrank. Blechdose. Okay, nehmen wir mal mit. Gehen wieder rüber. Ich möchte mich eigentlich nicht so lange hier aufhalten. Sieht nicht besonders schön aus. I für Entwurfmenü. Okay. Mull. Wert. Sammlerstück. Also das ist das, was wir haben. Entwürfe. Medikit. Das wollen wir jetzt bestimmt machen, oder was? Anfertigen. Okay. Gut, das haben wir erledigt. Können wir ihnen das Medikit geben? Oh, das sieht schon gut aus. Ah. Okay, wer ist verletzt? Er blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Mull und Alkohol. Primitiv, aber okay. Okay, danke. Ich übernehme das jetzt. Okay, sehr schön. Das heißt, mein Problem ist es gerade nicht mehr, ne? Gut gemacht, 31. Stille Wasser sind tief. Ja, ich muss mich ja auch hier durchkämpfen, ne? Sprich mit Raim. Da müssen wir wieder in den nächsten Stock wieder rüber, ne? Nicht schlecht. Vielleicht habe ich dich ja falsch eingeschätzt. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll, komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Ja, das müssen wir wohl. Okay. Besser ist es. So, dann gehen wir mal zu Raim. Ich glaube hier um was. Ah, ich bin noch in den Käfig. Man muss hier einmal durch. Headquarter. Ist zwar ein bisschen dreckig hier, aber es geht. Es hält sich noch im Rahmen. Besser als da unten. Die Mauer in nur 3 Tagen hochgezogen. Hast du schon vergessen? Okay, ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Tja, mal überlegen. Raim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt.
Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Ach, hab ich nie gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie. Gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken. Und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Okay. Kein Sprengstoff, Rahim. Wahre Geschwisterliebe. So muss es sein. So, ich sag mal die Taschenlampe aus, die stört mich ein bisschen. So, was ist hier los? So, reicht das? Kann ich jetzt mit Bracken sprechen? Zieh dich erstmal um. Neue Klamotten sind in deinem Zimmer. Nummer 194. Was ist mit meinen Sachen? Für Brackens Mission brauchst du was Passenderes. Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast. Gut, dann gehen wir erstmal die Klamotten holen. Raum 194. 194. Das ist mein Raum. Okay, immerhin. Ja. Und dann ziehen wir uns einmal um. So, frische Kleidung. Wechseln wir einmal. Gut, soweit, so gut. Erledigt. Gut, Rahim, ich bin bereit. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Wenn du hier bleibst, er denn hier bei mir? Wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Ist ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch. Ein paar Treppen hoch in den Fitnessbereich. Okay, jetzt komme ich auch durch. Zombie die Treppe runter. Du hörst wohl nie auf. Ich habe halt einen Lauf. Und was für einen? Jetzt sei nicht so. Der ist gut. Zombie-Witze. Läuft bei denen. So ein bisschen ganz nach oben, sagt er. Rahim, ich sehe dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Was macht der für ein Quatsch? Na, worauf wartest du denn? Komm rüber! So, Leertaste und vertikal. Halten. Für an der Kante. Okay. Das ist okay. Das ist logisch. Solltest dich ja wie zu Hause fühlen. Ja, klar. Muss ich jetzt hier rüber? Ach du Schande. Eieieiei. Alter Falter, da hinten brennt. Aber dann geben wir mal Gas. Oh, ist schon eine gute Höhe hier, oder? Hoppala. Ah, da ist er. Okay, bin schon da. Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Weißt du, wie man läuft? Einfach, was ich sage, ja? Okay, jetzt spring da runter. Bist du verrückt? Das wäre klar, ne? Mord. Sei kein Feigling. Spinnst du? Das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Ist klar. Rahim! Mein Bein! Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Ha! Du bist drauf reingefallen! Du blöder Arsch! Was? Verstehst okay. du keinen Spaß? Gepolstert oder was? Los! Jetzt mach, dass du hier runterkommst! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Scheiße! Scheiße! Okay, ich bin da. Adrenalin pur, was? Aber das war noch lange nicht alles. Es kommt noch mehr. Um zu überleben, musst du das Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern, also je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Ich habe ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. Da bin ich mal gespannt. So, komm dir erstmal hinterher, Kollege. Warum gibst du denn so viel Gas? Warte doch mal auf mich. Ist es besser, durch die niedrigen Enggänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen.
So, da lang, hier rüber. Wo ist er jetzt? Achso, da hoch. Achso, okay. Verstanden. Krieg ich hin. Nicht langsamer werden, während du läufst. Bleibst du draußen stehen, bist du tot. Nicht schlecht! Für einen Neuling! Da ist ein Pfeil, da geht's lang. Das ist der Fitnessbereich, wo geht's denn hier lang? Okay, das war falsch. Oh, okay. Das üben wir aber nochmal. Das üben wir nochmal. Also gut. Okay. Hör auf das Gerüst dort. Und fall nicht runter. Es gibt hier kein Netz. What? Ah, schon nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Wo lang? Da hoch. Katzensprung und Hochstemmen. Kannst du das nicht? Hältst du keine 10 Minuten durch. Ah, nochmal. So. Zack. Ah, nein! Okay, das muss ich wirklich üben. Das ist nicht so einfach. Ach, jetzt komme ich da wieder an die Stelle. Echt jetzt. Dann haben wir doch direkt so. Komm her. Okay. Also er will, dass wir da hoch und dann darüber, ne? Nein? Halte ich da fest. Dann hier irgendwie rüber. Schau doch den, wo du hinspringen möchtest. Okay, verstanden. Gut gemacht. Okay. Oh! Okay. Okay. Geht. Zeit für den richtigen Test. Wie? Zurück zum Kran und nutze beim Laufen alles, was du findest. Zeit für den richtigen Test. Läuft. Alter Falter. Das kann ja lustig werden. Was denn jetzt? Okay. Verstanden. Da war ich ein bisschen unkoordiniert. Hab gedacht, ich treffe nicht. Aber auch das kriegen wir hin. So. Das war ein bisschen... Oh, das war aber auch knapp, oder? So, wo geht's weiter? Okay, das reicht. Du bist ja ein echtes Naturtalent, Mann. Ja. Hast du das schon mal gemacht? Natürlich nicht. Kaum. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. So, und... Zack, wieder rüber, ne? Das war die Aufgabe. Oh, was ist das? Hallo? What's going on? Crane, sag doch was. Was ist denn los? Irgendwas stimmt nicht. So ein leichter Problemchen. Was ist mit mir passiert? Oh, Scheiße. Du hast bestimmt deinen ersten Anfall. Komm hierhin zurück. Und das mitten auf dem Kran. Ja, super. So. Wo muss ich jetzt hin? Wo ist er denn? An? Achso, wir müssen da runter, ne? Vermute ich mal. Ja, gehen wir hier runter, oder? So. Ah, da bist du ja, Jung. Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich... Ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die Rübe abbeißen. Okay. Fahr mit dem Aufzug ins Erdgeschoss. Ja, das machen wir.
Und dann... doch, der muss ja hier irgendwo sein, der Aufzug, ne? Was macht ein Zombie beim Fußball? Ja, sehr wahrscheinlich nichts. Wunderbar. Also, wenn ihr wollt, dass mehrere Folgen kommen von diesem schönen, geilen, netten Game, sagt Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Daumen hoch. Mir gefällt. Ich werde auf jeden Fall zocken. Ob privat oder hier auf YouTube. Das liegt an euch. Deswegen Daumen hoch. Ich freue mich. Und ja, es geht jetzt mal Aufzug runter. Bis dann, euer Krausi.